Hey Leute, diesmal geht es um den DDS-Bausatz, den ich quasi entwickelt hatte, bei dem Kanal Bustreiber das Layout gemacht hat und so, den man bei Kanal Bustreiber kaufen kann. Das ist damit ein Werbevideo eher. DDS-Reihenmodulator, SR und EF-Lose. Ich weiß nicht, inwieweit ich das jetzt benennen muss, aber ich sag mal, es ist ein Werbevideo über den DDS-Modulator, wo ich jetzt noch erkläre, wie man den benutzt. Das Wichtigste ist Stromanschluss. Man kann per 5-Volt-Netzteil über die Buchse einspeisen, innen plus, außen minus, ganz wichtig. Oder man steckt 4 AA-Akkus, bitte nur Akkus verwenden, 4 AA-Akkus hier an. Da dürfte ein Batteriehalter noch mit dabei sein. Plus ist oben und Minus ist unten. Ganz wichtig, da bloß nicht verpullen, sonst ist das Ding kaputt. Wirklich, Plus ist oben, Plus zeigt Richtung Buchse. Und Minus ist unten, wo der Ein-Ausschalter ist. Plus stecken wir also am Plus an Minus. Nur höchstens 5 Volt drauf lassen, also höchstens 4 AA-Akkus. Dann sollte das funktionieren. Dann schalten wir mal ein. Jetzt beim ersten Einschalten sehen wir, dass hier Licht leuchtet. Display leuchtet, aber wir sehen noch nichts. Da müssen wir den Display-Kontrast einstellen an den Potty hier hinten. Das Potty hier so lange drehen. Ich drehe es mal nach links. Ah, das hier war zu viel. Wieder zurückdrehen. Das Potty hier so lange drehen, bis wir hier schön die Zahlen ablesen können. Das war auch wieder etwas zu viel, etwas zurück. So, passt es. Wir sind jetzt auf 6 MHz. Ausschalten. Einschalten. So. Das Teil sendet jetzt auch schon auf 6 MHz. Hier können wir umschalten mit dem Taster zwischen oben und unten. Da haben wir die Antenne. Hier oben müssen wir mit einer Audioquelle rein. Das machen wir auch mal. Ich stecke hier mal die Audioquelle an. Stecke hier den Klinkenstecker, ein Klinke auf Klinke-Kabel und das stecke ich hier mal in den Computer und spiele da mal etwas ab. Dann habe ich hier mal ein Mittelwellenradio. Für Mittelwelle, da müssen wir runter, also 7890. Ich glaube, wir sind dabei 560, 570 kHz hier. Wir könnten aber auch auf 1 MHz gehen, jetzt gucken wir mal. Und mal Audio abspielen starten. Achso, nachdem das Audio abgespielt ist, schalte ich den alten Empfänger hier jetzt ein. Wieder Mittelwellen, 6 Transistor, Mittelwellenradio. Und such mal, ups. Ja, da ist er. So. Die Antenne, da kann es sich lohnen, die auszurichten aufs Radio. Oder an. Der Lautstärkeregler von dem Ding ist ziemlich mistig. Ich würde sagen, gehen wir mal auf 1 MHz. 7890 mal auf 1 MHz gehen. Mal gucken.
7, 8, 9. Irgendwo da müssen wir sein. Wenn das Radio denn da funktioniert. Da ist er. Megahertz. Es ist laut. Also mache ich mal etwas leiser. Etwas leiser machen, dass es hier laut ist. Genau einstellen. Wenn ich den Sender genau einstelle, dann geht's, aber es gibt noch einen Wackelkontakt. Jetzt schon. So. Ja, ein Wackelkontakt. Oder nicht genau auf der Frequenz. Nicht genau auf der Frequenz. So. Das sind 6 Transistor. Ganz altes Mittelwellenradio. Und da genau bei 1 MHz. Ich kann die Frequenz jetzt auch speichern, indem ich hier drauf bleibe. Dadurch, wenn ich es ausschalte und wieder einschalte, ist es wieder auf 1 MHz. Dann versuche ich mal ein anderes Radio. Mal ein anderes Radio holen. So, das Radio ist ziemlich fertig. Ich bin jetzt mal auf 550 kHz gegangen, weil der Trickkondensator hier total spinnt. Und der ganze Regler auch. So funktioniert das. 550 kHz. Sondereinstellung. Ich mach's besser mal hier. Schöner Modulator, die Antenne, die muss irgendwo immer in der Nähe des Radios sein. Dann geht das. Der Lautstärkeregler hier hat Wackelkontakt, weil das Radio echt schon alt ist. Auch mit Germanium-Transistoren. Ah, der Track ist zu Ende. Braucht ungefähr 120 mA. 120, 130 mA. Das heißt, ich dürfte mit den einen Loop-Akkus so gut 10 Stunden laufen. So, dann probiere ich noch ein altes Radio, den mal aus. Und zwar ein, das Regina Mittelwellenradio. Das hat nur Mittelwelle. Das hat kaum Transistoren, das hat 1, 2, 3, 4, 5 Transistoren. Auch nur Mittelwelle probiere ich das mal aus. Das ist im besseren Zustand. Bin auf 550 kHz und 550 kHz ist da. Ja, das geht besser. Da müsste es sein. Gleich startet der nächste Trick hier. Der nächste.
glaube, wir sind jetzt mal bei 1 MHz. 6, 7, 8, 9. Obwohl, ich habe 1 MHz noch gespeichert. Ich darf mal ausschalten und dann wieder einschalten. 1 MHz. Okay. Da ist 1 MHz. Mattis Caller stimmt nicht ganz, der ist nicht genau auf 1 MHz, der schlägt daneben. Aber der macht wirklich genau 1 MHz. Okay, gehen wir mal höher. 1,3 MHz. Da ist 1,3, Skala stimmt nicht, ich bin zwischen 1,3 und 1,6. Okay, wir gehen auf 1,5. Was da? Da steht was anderes noch rein, ich schätze Laptop oder so. Gehen wir auf 1,6 MHz. Ja, hier, das ist ziemlich Anschlag. So. Das funktioniert auch. Ja, die Kamera stört da. Okay, macht nichts. Die Kamera stört da auf Mittelwelle. Aber der Modulator funktioniert soweit. Der geht auf Mittelwelle, der geht auch auf Langwelle, auch auf Kurzwelle. Man kann hier die Frequenz einstellen. Die Audioqualität ist ganz gut, nur auf 1,6 MHz steht die Kamera, also gehen wir wieder auf 1,3. 1,3. Hier. Als Modulator geht das Ding nicht gut. So, dann probiere ich mal ein neueres Radio aus. Mal ein neueres Radio suchen. Da habe ich ein neueres Radio auf 1305. Ich habe die Sache auf 1305 eingestellt. Ich kann ja mal höher gehen. 1305. Das geht auch ganz gut. Hatten wir dann auch gleich einen Wackelkontakt. 1305, Mittelwelle. Das ist ein PLL-Radio. Breiten Filtern geht auch. Es hat aber auch Kurzwelle jetzt drin. Ich würde sagen, gehen wir auf Kurzwelle. Auf Kurzwelle geht der nämlich noch weiter. Gehen wir mal auf Kurzwelle, schalten wir mal um auf SW. 5,95 MHz. Das heißt, wir gehen auf 5,95 MHz. Und wir dicken jetzt genau drauf. Es stört halt wieder alles Mögliche rein, wie Laptop, Computer und so. Ups, der hat auch einen Wackelkontakt. Das heißt, nochmal einschalten. Wackelkontakt. Hier. Dann gehen wir mal höher. 15,5. Das brummt leider, wohl weil ich Laptop dran habe und was sehr stark ist. Und ich könnte jetzt die Modulation auch lauter machen. Weil ich ein Brummen drin habe. Aber es geht schon mit anderen Schüttern. Far Away heißt der Titel. Ja, auf Kurzwelle geht es auch.
Kann das auf langweilig noch probieren. Das Radio hat auch langweilig. Langweilig 146. Auch, ups, genau, muss ich es wieder auf 0 und auf 146, 100, 146, das ist fast zu laut, mach meine Audioquelle mal leiser, so, auf langweilig, auf langweilig geht es aber nicht so weit, da braucht ihr mal einen sehr langen Draht. Aber es geht auch auf langweilig. 146. Und 180. Gehen wir da auch mal. 180. Legen wir auch drauf. Es sendet auf die Frequenz, die eingestellt ist. Und man kann bis 49,999 MHz hoch oder 49.099 kHz. Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle. Als Modulator, um Radios und so zu versorgen, ideal. Man läuft mit 4 Akkus 10 Stunden lang. Also gut 10 bis 12 Stunden lang. Wichtig ist nur, niemals mehr als 5 Volt reinlassen. Plus ist oben. Wirklich plus oben anschließen und minus unten und nicht verpolen. Auch die Platine nicht voll Strom raufstecken, die ICs nicht voll Strom raufstecken, das Display nicht voll Strom raufstecken, dann. Aber das habe ich im Zusammenbauvideo schon erklärt. So eine ganz schöne Schaltung. Die Frequenz, die könnte ich jetzt eigentlich auch mal speichern. Dann mit der Taste kann ich zwischen oben und unten schnell umschalten. Wenn ich ausschalte und wieder einschalte, ist die wieder auf der Frequenz. Auch wenn jetzt Strom weg wäre, Strom weg und Strom wieder da, wäre der wieder auf der Frequenz. Jo. Das ist ein moderneres Radio. Mit den alten Radios geht es auch ganz gut. Mit neuen Radios müsste es auch gehen, aber das mag ich jetzt nicht extra hervorholen. Daher sage ich mal, das war's. Okay.